Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Battlecats. Es geht weiter hier in der Türkei. Machen wir das nächste. Wir haben schon ziemlich viele Level wieder abgefarmt, das ist ganz cool. Und weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall später die ganzen Treasure-Dinger noch farmen. Ich muss auch mal zugeben, ich habe die letzten Wochen nicht allzu viel Energie ausgegeben und deswegen auch nicht ganz so viel Erfahrung, um diese ganzen Units zu upgraden. Deswegen hätte ich regelmäßig die ganze Energie genutzt, wäre ich schon deutlich weiter, denke ich. Aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Okay, weiter geht's mit den Kommentaren. Schauen wir mal, was hier noch gibt. So, Meta schrieb noch, die Sledges bleiben Ewigkeiten, weil ich gefragt habe, ob es die permanent sind, die Level. Die Lila sind Collab-Level. Die roten kommen periodisch immer wieder zurück. Okay. Die Lila Level haben meist auch eine gute Belohnung für ihren verhältnismäßig einfachen Schwierigkeitsgrad, sodass man einfach so weit wie es geht abfarmen. Und ich denke jetzt auch mit meiner Stärke komme ich auch ziemlich weit jetzt wieder, ne? Auch anderweitig in den ganzen anderen Special Stages. Ich meine, ich bin ultramächtig geworden. Meta schrieb noch, mehr Katzen kommen, es kommen später. Je mehr Chapter man schafft, desto mehr Kombos werden freigeschaltet. Ich finde es ganz gut, dass wir zwei Einheiten nur brauchen, um unseren Catworker zu bekommen, ne? Das finde ich ganz geil. Was mich aber die ganze Zeit stört, ist, dass die nicht vertauscht sind. Das heißt, ich kann die beiden ersten immer ignorieren, auch wenn es 15 mehr kostet. Es ist dann halt, was ist das hier? Mobilization Sale on Now. Okay. Auch wenn natürlich die Reihenfolge jetzt nicht mehr ganz so toll ist, aber müssen wir mit leben. Dubai. Wen sich diese Katze ohne Arme, aber riesen Beine und die ohne Beine mischt, sieht das immer so geil aus. Ach wenn, ja, das ist total lustig. Das ist immer mega, mega funny. Und die ist auch allgemeine Mega-Tank-Katze, ja? Aber auch gut, noch besser gegen Aliens. Das finde ich auch mega geil. Schönes Meatschild. Alter, der Schaden, Mann. Alter, selbst das Vieh macht super viel Damage. What the fuck? Schade, dass ich keine AOE-Schaden machen, aber man kann nicht alles haben. Nein, ich rede jetzt. HD schrieb, tatsächlich wirst du den Mond im ersten Versuch schaffen, da deine Cassie 12k Damage plus die 3 Sekunden Surge Attack hat. Das ist genug Schaden, um dem Boss einen Knockback zu geben. Und da er 10 Knockbacks. Moment. Hat, wirst du ihm immer einen Knockback geben, damit deine Cassie aber auch immer trifft. Sollst du die Basic Cat und die War Cats als Meatshirt nehmen. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Level damals. Der Slow ist echt böse. Ich hätte nicht gedacht, dass der Slow so mächtig ist. Tatsächlich. Weil der Slow ist ja nicht nur. Also. Ich meine, er kann mich in dieser Range nicht angreifen, ich ihn aber schon. Das ist halt das Wertvolle daran, ne? Ultra heftig. Er ist jetzt super, super langsam und ich kann ihn weiterhin angreifen mit Fernkampfangriffen. Und Meta schrieb noch, also wenn man mit dem Spiel durch ist, heißt das nicht, dass man nichts mehr machen kann. In jedem neuen Update werden immer wieder neue Level hinzugefügt. Das sind aber nicht wirklich viele, geht halt dann schön gemütlich voran. Wäre ja auch anders blöd, sonst könnten neue Spieler ja nie bis zum Ende kommen. Das stimmt natürlich. Ansonsten gab es hier noch Spam-Kommentare. Auf zur Folge 27. Ja, wir kommen langsam Stück für Stück voran. Wir haben natürlich keine Energie mehr, aber let's go. Indien. Wir haben ja genügend Leadership. So, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die Kommentare schreiben und zukünftig geschrieben haben werden könnten. Und die in der Vergangenheit welche geschrieben haben. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr immer so fleißig kommentiert. Das freut mich natürlich sehr. So, da gab es damals schon mal ein Level, wo ich gespielt habe mit No Continues. Und Meta klärt mich auf, No Continues bedeutet, dass du, wenn du das Level verlierst, das Level nicht mit Katzenfutter doch noch fortsetzen kannst. Außerdem funktioniert bei diesem Level der Trick mit dem Force Close nicht. Habe ich geschrieben, was sind Force Close? Oha. Ach lustig, den brauche ich eh, muss ich eh killen für Missionen. Aber ich nicht weiß, ob der für die Mission gilt, die ich machen muss. Schauen wir mal.
Verdammt, nicht getroffen. Und da habe ich geschrieben, was Forstus nochmal war. Oh, haben die Range, Alter. Holy. Alter, wie stark Kessli einfach ist. Wahnsinn. Unglaublich strong. Und Forstus war gewesen, du kannst, da kannst du die App, wenn du am Verlieren bist, beenden und wieder neu starten. Danach wirst du gefragt, ob du dein Level fortsetzen willst. Wenn man auf Ja klickt, beginnt man das Level automatisch von vorne, ohne zusätzliche Energie oder Itemverbrauch. Bei denen noch Continuous Level funktioniert das halt nicht. Für mich ist das ein Anzeichen, dass die Entwickler genau wissen, dass ein Force Close möglich ist. Und deswegen diese Mechanik bei manchen Level zulassen und bei manchen nicht. Interessant auf jeden Fall, ja. Ähnlich wie bei Bloons Tower Defense 6 gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn man verliert, zum Beispiel bei Schimpansen, das Level zu schließen und die App neu zu starten und dann bei der Runde neu anzufangen und eventuell seine Strategie ein bisschen das Geld vielleicht ein bisschen benutzen und so weiter. Ja, das ist möglich. Ah ja, das ist natürlich auch cool. Da kriegt natürlich auch ein paar Herzen von mir, der Jute Meter für seine Hilfsbereitschaft Nepal. Flammelöwe schrieb, wenn du an einer Taste die Floating Enemies freezen, dürfte der Chapter 3 Mondboss einfacher werden. Okay, ja, habt ihr ihn wahrscheinlich eh schon besiegt. Tipp, wenn du das Pogo-Cat-Spiel spielst, kannst du dir 30 Kerzenfutter, 3 Red Tickets für Battle Cats erspielen. Ja, das war ein interessanter Tipp, das habe ich auch gemacht. Ich habe es allerdings nicht weit gespielt. Ich habe es, weil irgendwann war mir das Spiel zu langweilig, Pogo Cat. Also ich habe es ja angespielt, ich habe es danach ein bisschen weitergespielt. Habe mir auch ein paar Belohnungen geholt. Aber ich glaube, ich habe mir nicht alle Belohnungen geholt. Bin ich mir ganz unsicher. Und die kosten nur 300 Gold. Das ist so wenig. Und die kann so tanken, glaube ich. Ne? Guck dich den Schaden an, die fressen kann. Irre. Wahnsinn, echt. Total krass. Ja, aber ich glaube, habe ich in der Pogo-Cat schon was gesagt, was zu dem Spiel. Oder zu den Kommentaren. Deswegen werde ich das, glaube ich, nicht normal vorlesen. Ich bin mir unsicher. Ich will ungern was doppelt machen. Also, der Pogo-Cat könnt ihr euch runterladen. Oder, ja, Pogo-Cat könnt ihr euch runterladen. Dann könnt ihr, wenn ihr dann euch... könnt ihr ein bisschen spielen. Und wenn ihr dann bestimmte Belohnungen bekommen habt, werdet ihr aufgefordert, der Battle-Cat zu starten. Und da kriegt ihr automatisch die Belohnung gut geschrieben. Die Mew Medals machen... Mew Medals, also die Medaillen... Machen wir es, je mehr Mew Medals du hast, desto mehr Slots im Equipment-Menü kannst du dir permanent dazu kaufen. Ach, das ist ja interessant. Okay, das gucken wir gleich mal an. Ich habe ja schon einige Mew Medals. Und hier... Slot 1. Wo sind die anderen Slots? Units can be copied from Slot 1. Wie komme ich auf Slot 2? Und hier gab es auch noch die Slots-Auswahl. Ah ja, okay. Copy. What? Visitor desired slot and tap replace. Ich habe doch gar keine anderen Slots, kann das sein? Ah doch, hier. Wir können 3 verschiedene Slots nutzen, alles klar. Wir können hier im Prinzip replace drücken. Dann würden die hier reingeschrieben werden. Kann man die auch einen Namen geben? Doch, hier Slot nehmen. Main. Also das ist mein Main-Slot. Und der Name wird wahrscheinlich auch hier auftauchen, genau. Und das kann man dann immer wieder Tank oder Anti-Alien oder Anti-Floating oder sowas. Ja, ist ja 10 Buchstaben. AF vielleicht. Anti-Floating oder AM. Anti-Metal. AS. AA. Anti-Alien und so weiter. Auf geht's nach Thailand. Das Land, wo ich irgendwann sicherlich mal auswandern werde. So. Nein, ich rede jetzt, schrieb nochmal, deswegen sollte man nur bei einem Treasure-Event machen, versuchen Schätze zu bekommen, da die Drop-Chance sehr gering ist und auch sehr viel Energie braucht. Das stimmt, ja. Und es ist auch total langweilig, diese Level. Deswegen wäre das Speed-Up gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Alter, Schaden. Thomas Gunther, habe der Enter the Future Kapitel 2 fertig und habe gerade eben meine erste
über Subaru gezogen. Nice, GZ. Er hat E-Honda, eine Street Fighter Cat, ist auch neu, hat er bekommen. Ich habe gefragt, ob sie stark ist. Und er schrieb, ist der schnell greift alle 2 Sekunden mit 10.000 Schaden. Wenn du willst, kannst du ja googeln. Nice, nicht schlecht. Glückwunsch zu dieser wunderschönen Katze. Folge 28. So, Meta schrieb sogar noch, meine Cassie hat 5 Knockbacks, das heißt, sie kann 5-mal zurückgestoßen werden, bevor sie erst stirbt. Ja, cool. So, auf geht's zum nächsten und wir kommen hier fleißig, nach Kambodscha geht's, also kommen wir fleißig voran. Bolocky Minecraft schrieb, ich spiele das Spiel auch, aber ich bin nicht so gut wie du, Resident 228. Also er hat geschrieben, bin mir nicht so gut. Wir müssen uns manchmal, muss mein Gehirn das erstmal umstellen, diesen Satz. Die ganzen armen Kängurus, ich habe ganz viele Kängurus gekillt. Marco ist bestimmt sehr traurig, ja, das hat jemand die Känguru-Chroniken geschaut. Übrigens, wenn du schnell deine Energie loswerden willst, spiel die Catfruit Stages, zumindest sobald du die schaffst. Schrieb Isaac Bros. Mittlerweile schaffe ich sie. Ich kann nochmal 200 Energie raushauen, das ist ganz cool. Kannst du bitte Cassie öfter einsetzen? Ich mag es voll, wenn sie im Einsatz ist. Schreibt Ekrem Ali Tongal. Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und dann kam die Frage von Thomas Gunther, warum verbesserst du die Katzenkanone nicht? Und da schrieb weiter durch die Katze, wie der Aufladezeit steigt, ja, weil mir Meta das ja erklärt hat. Und er schrieb, hätte ich das früher gewusst. Ja, er hat also leider einen Fehler gemacht, die aufzurüsten. Und dadurch entsprechend eine höhere Wiederaufladezeit zu haben und sie weniger einsetzen zu können, die Cat Cannon. Auf zu Folge 29. 48 Kommentare. Okay. So, tot ist das Ding. Hier hat Meta was geschrieben, was ich euch kurz zeigen muss. Und zwar gibt es ja hier immer diese Missionen. Ja, diese hier, die Monthly Missions. Defeat the Boy at Empire of Cats Chapter 2. Das können wir meinetwegen mal machen. Und er hatte geschrieben, du musst wissen, wie ein One-Horn aussieht. Also damals dieses One-Horn, das Ding. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir müssen in Chapter 2 gehen. Deswegen, okay, die Mission hat tatsächlich nicht funktioniert, weil ich habe ja letztens gesagt, dass ich diesen Elefanten besiegen muss. Dann gehen wir in eine Mission, wo dieser, also LeBoyne ist dieser Gegner hier, das habe ich einfach bei Google eingeben, dann findet ihr eine Grafik davon. Das Problem ist, dass dieser Gegner auch erscheinen muss. Das heißt, ich werde lieber mal einen Kampf nehmen, wo nicht so viele sind, aber der trotzdem dabei ist. Das Problem ist, ich bin manchmal zu stark. Na, wir nehmen Hawaii, alles klar. Wir nehmen Hawaii. Das Problem ist, ich bin zu stark. Ich hatte 3 Giraffencats gesetzt letztens. 3 Giraffencats haben den Gegner komplett vernichtet und die konnten nicht eine Giraffencat besiegen. Cut. Deswegen müssen wir tatsächlich mal kurz warten. Und dann werden wir. Ach komm, wir nehmen einfach den da. Ich glaube, der ist schwach genug. Und wir müssen warten, bis LeBoyne rauskommt und ihn dann besiegen. Und erst dann zählt tatsächlich auch die Quest. Ja, genau, macht noch mehr Damage. Oh oh. Ich glaube, die sind zu stark, oder? Ich hätte nur einsetzen sollen. Okay, egal. Die sind alle What the fuck, Alter? Die kosten 300! Okay. Genau, du musst wissen, wie ein One-Horn aussieht. Entweder Google oder im Enemy-Gate nachschauen. Du musst im entsprechenden Chapter, hier Kapitel 2, schrieb er. Du klickst auf den Namen irgendeines ausgewählten Levels und kannst dann sehen, welche Gegner darin vorkommen. Das, was ich gerade gemacht habe, einfach da auf den Namen klicken, zum Beispiel Hollywood. Jetzt suchst du das Level, wo es einen One-Horn gibt. Das Level spielst du. Achtung, wenn du das Level so schnell besiegst, dass das One-Horn nicht aus der Basis kommt, zählt das nicht. Also ersetzt einfach One-Horn gegen LeBoyne. Falls das One-Horn erscheint, aber du die Basis schneller als das One-Horn besiegst, zählt das trotzdem als ein besiegtes One-Horn. Das heißt, es muss mindestens erscheinen,
Und erst dann kriege ich die Belohnung dafür. Also muss ich kurz warten, bis es kommt. Irgendwann mal. Solange greifen meine beiden Tanks die Gene an und zerstören sie komplett. Und wir kommen immer näher ran, ne? Immer näher, immer. Wir rollen immer näher ran, wenn wir einen besiegt haben. Okay, lass mal noch einen hinsetzen. Da ist er. Wunderbar. Jetzt können wir also durchrushen. Kesley, Gareth Cat. So, wir müssen ihn also mindestens besiegen. Vielleicht können wir ihn schon damit killen. Ah, oh, nicht ganz. Den dicken Elefanten. Den Benjamin Blümchen. So, wunderbar, Mission erledigt. Und das kann man sehr, sehr oft machen. Vielleicht sollte ich das auch öfters mal machen. Aber es ist halt super nervig, dass du immer warten musst, bis die Gegner kommen, ne? Durch die Schaden von der Giraffe-Kette ist so ultra heftig. Ich liebe auch Kesley. Kesley ist schon ziemlich nicer. Und da habe ich die Mission abgeschlossen. Das kriege ich halt ein XP ab. Und jedes Mal, wenn ich hier was abgeschlossen habe, kriege ich Erfahrung dazu. Ist es nicht verkehrt, das zu machen? BB Bunny. Okay, aber ich glaube, dann machen wir ganz kurz mal einen kleinen Cut und werden in der nächsten Folge weitermachen. Also ich habe jetzt ein paar Folgen aufgenommen. Wundert euch also nicht, wenn irgendwie die Events nicht aktuell sind. Ich mache immer ein bisschen voraus, weil ich unter der Woche meistens nicht aufnehme. Und ich dann halt am Wochenende für die Woche darauf und eventuell, wenn ich verplant bin, auf die Wochen darauf noch voraus aufnehmen muss. Keine Sorge, ich lese eure Kommentare trotzdem und ich freue mich trotzdem immer sehr, sehr darüber. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von der Battle Cats. Danke fürs Zusehen, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.